Guten Tag. Guten Tag. Scholl ist mein Name. Mein Name ist Linik. Ich habe heute Termin um 29 Uhr. Genau. Und stelle als Ton- und Lichttechniker. Okay, Herr Linik, nehmen Sie Platz. Danke. So, Herr Linik, Sie hatten sich ja bei uns beworben. Sie hatten mir am Telefon gesagt, dass Sie auch schon Berufserfahrung mitbringen. Ja. Erzählen Sie mal kurz, was Sie bisher im Bereich Tontechnik gemacht haben. Ich habe zu Hause ein Studio und ich aufnehme meine Musik. Ich habe Ideen und alle Instrumente schon zu Hause. Ja. Und ich mit Computer, mit Programme Sonar, Sonar. Mit, mhm. ja, ja. mache Mischung, ja. dieser Analog. Mhm. Und konvertiere mit MP3, dann stelle in Internet, ja. mache meine Video mhm. dazu mit meinem Ach so, Video. Das auch. Mhm. Okay. Und das ist ja. letzte Mal mein Projekt jetzt, nur dauert 30 Jahre. Mhm. Okay. Das heißt, Sie haben auch schon vor vielen Jahren damit begonnen? Ja, ja. Haben Sie immer schon Musik gemacht? Ja. Das ist nicht so intensiv wie früher. Ja. Ich bin nicht so jung, mhm. aber ja. geht ja. spontan. Welche Art von Musik machen Sie? Alternativ Richtung zum Brit ja. Pop. Ja, okay. Mhm. Gut. Machen Sie das alles alleine oder machen Sie das mit Kollegen zusammen? Ich mache alles alleine, mhm. weil Computer hilft jetzt mit Programmen ja. und ja, ja. das ist wunderbar in letzter mhm. Zeit. Okay. Wann haben Sie zum ersten Mal im Bereich Tontechnik gearbeitet? Ich habe in Russland ja. 4 Jahre mit einer Firma diese Anstaltung gemacht. Ja, und Veranstaltung. Veranstaltung ja. gemacht und in Studio gearbeitet wie Moderator ja. für Werbung für Radio. Ah, ich okay. habe moderiert ja. mit meiner Stimme, einfach ja. gesungen oder etwas. Ja. Also auch Theater, improvisiert. Ja. Improvisiert, ja. Das ist ein Team war ja. und das ist ein sehr flexibles Team. Mhm. Und Veranstaltung, Rest der Zeit, ich ab, als Operator ja. in Radio auch. Ah, ich habe okay. Beispiel 12 Stunden ja. Nacht oder Tag. Ich einfach diese Werbung ja. jede Viertelstunde einfach eingeladen und dann ja. meine 12 Stunden weg und dann in diese Club mhm. etwas anderes. Okay. Haben Sie das auch gelernt? Haben Sie eine Ausbildung als Tontechniker? Nein, ich habe als Musiker, Klavier. Ich ja. habe früher Musikschule beendet. Ja. 7 Jahre mhm. Klavier. Ja, ja. Ich habe Zeugnis. Ja, habe Musik studiert. Musik nicht studiert, aber nur diese Kenntnisse steht ganz spannend, ganz fest in mhm. meinem Kopf. Ja. Und kann variieren. Okay. Gut. Cool. Ganz frei. Und Gitarre, selbstständig. Haben Sie sich das selber beigebracht auch? Mit Freunden. Und seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt in Deutschland? In Deutschland schon 19 Jahre. Mhm. Und ich habe schwere Behinderung. Ja. Und leider ich fest nicht gearbeitet in Deutschland. Ach so, okay. Mhm, ja. Aber zu Hause ich vollständig. Mhm. Jetzt mit Internet, ich habe zu viel Bloggen und ja. ich habe keine Zeit, normalerweise mhm. ja. etwas für mich. Für sich selber. Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Was machen Sie im Moment? Im Moment mache viel Video, einfach wie Reporter. Ich gehe ja. zum Beispiel heute, gestern. Und morgen kommt CEOPO. Ja. Ich aufnehme diesen Projekt. Ah, okay. Bis dann, ich habe fest Gamescope jetzt montiert, ja, ja. diese Video. Und ja. das ist mein jetzige Tätigkeit. Können Sie damit auch Geld verdienen? Nein, mhm. mein Projekte für Freunde ja. und für Bekannte. Und ich habe Kinder. Ja. Sie wohnen im Schwarzwald. Ich möchte zeigen, ja. Köln. Mhm. Ja. Ich alles mache für diese Richtung, mhm.
große Stadt, zeigen. Ja. Ich möchte rausziehen, meine Kinder in nach große Stadt. Das ist Schwerpunkt. Wie versuchen Sie denn, die Stadt Köln den Kindern nahezubringen? Was nehmen Sie da auf? Ich habe keinen Kontakt mit Kindern. Ja. Rechte Kontakt. Ich kann telefonieren. Ja. Und jetzt eine Möglichkeit mit Internet. Mhm. Einfach geöffnet. Ja. Öffentliche Seite, alles gelassen. Und Leute können analysieren, was ist passiert. Ja. Das, ich sage, ich mache. Und ich hoffe, meine Kinder jetzt sehen das. Ganz sehen. Ah, ja. Ja. Okay. Und ich mache alles. Ja, ja. Probiert alles. Ja. Und was suchen Sie sich da aus von Köln? Was zeigen Sie? Normalerweise, Köln gibt Fest. 1. Juli, ja. Wochenende, Christopher. 3D. Ach so, ja. Dann liegt zweite. Ja, genau. Und dritte Wochenende Street Food, Beispiel Schokoladenmuseum. Ja, ja. Und dann und jede Woche, Beispiel 3.9. Hat Tanzbrühne, Schneider, Helge Schneider, auch möchte sehen. Okay, auch. Okay, und ich diese Programme recherchiere und heute geht für zu viele Leute, kann etwas Stimmung einfach zugreifen. Und nicht geht spontan. Gutes Wetter, Beispiel sehr besser. Ich fahre und diese Sonnentag einfach aufnehmen. Ja. Unterlegen Sie das dann auch mit Musik oder wie? Ja, ich suche später Musikrichtung. Beispiel mache Musik, andere Musik. Mhm. Schwerpunkt, gute Musik hat recht. Rechte. Ja, ja, genau. Und in YouTube nicht kann gute Musik einfach nicht zeigen. Ja, 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 klar. Und ich mache so Musik, nicht schlimm, nicht alt, nicht modern, aber geht mit Video. Sie verändern das. Ich kann etwas modern machen, aber Rechte nicht kann das. Ja, ja, sonst müssen Sie dafür bezahlen. Aber in Kopf. Gut. Wie lange ist so ein Beitrag? Wie viele Minuten dauert das dann? Beispiel 3 Tage, ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde. Gibt es kurze. Beispiel meine Musik dauert 4 Minuten. Ich mache Stück für 4 Minuten. Ja. Neue Musik, ich habe gemacht neue Videos. Ja. Okay. Gut. In Deutschland haben Sie da nebenbei mal gearbeitet? Haben Sie irgendwas schon? Ja, irgendwas. Zuerst 3 Jahre, ich habe nach Entscheidung in Remagen, ich habe mit Anwalt, diese Zeit ohne Kinder, schwer, ich habe gearbeitet am Stadt, für die Stadt, im Schwimmbad Beispiel, als nicht Meister, aber ich habe geholfen und diese Zeit alles machen im Schwimmbad oder andere, Stadt braucht. Ja, klar. Das ist auch wichtig für mich, weil ich sehr traurig war und mit Sozium war mehr leichter. Das 8 Stunden. Natürlich. Dass man beschäftigt ist. Und dann komme ich einfach schlafen und ganz früh stehe. Und nachdem nach Köln gefahren, 12 Jahre, ich wohne in Köln und ich arbeite zu Hause. Viermal ich habe eine Projekte hat Teil zu geteilt. Ja. Michaelshofen 2-mal. Ja. Ich habe CAD-System, Beispiel ich kann zeichnen oder einfach malen mit Computerprogramme. Ja. Ja. Das ist 2-mal. Mhm. Mit Computer, ich habe Michael Hoffen, dann Jobprofil Ehrenfeld, Orientierung, ich habe Excel, ein Monat. Ja. Dieser Kurs am Computer, mhm. nicht beendet, aus 50 Aufgaben, ich habe
25 gemacht, ja, yes, halb, yeah. Und Zeit raus, ja, ja. Ich muss zu, ein Monokrom. Ja. Das ist echt spannend. Ja. Zeit. Und noch in Nipis ein Projekt, Dima, Zug und Zug, ja. Auch Qualifizierung. Ich habe mit Blatt, ja. Richtung nur Zeichner. Ich habe mit Projektion in Perspektive einfach mit Brett und Lineal, ja. Diese Perspektive gemalt, wie 3D-Perspektive. Ja, ja, ja. Meister hat diese Systeme gezeigt. Ein Monat ich habe auch okay. Diese Bilder. Ja. Wie sieht das bei Ihnen aus von der finanziellen Seite her? Finanziell, ich bekomme Arbeitsleute 2 Geld für mich genug. Okay, nee, ich meinte jetzt, wollen Sie bei uns Teilzeit oder Vollzeit? Ich möchte Vollzeit. Vollzeit, natürlich. Ja, okay. Und meine Frage, ja, Gehalt. Das Gehalt. Also bei uns ist es so, dass wir als Anfangsgehalt 2.800 Euro bezahlen. Und dann, wenn Sie dann ein Jahr bei uns waren und wir den Vertrag verlängern, dann würden wir nochmal mit Ihnen sprechen. Und Urlaub? Urlaub sind bei uns 28 Tage im ersten Jahr und ab dem zweiten Jahr sind es dann 30 Tage. Und haben Sie Überstunden? Überstunden, das ist bei uns so, dass wenn Überstunden anfallen, dann werden die entweder bezahlt oder Sie können die dann abfeiern. Mhm. Das können Sie sich dann aussuchen. Gibt es weitere Fragen? Natürlich, mein Arbeitsplatz kann anzusehen. Ach so, ja klar. Wenn das Gespräch gleich beendet ist, gehen Sie zu dem Kollegen, dem Herrn Schmidt. Mhm. Der kann Ihnen das Studio zeigen und so die technischen Einrichtungen. Ja gut. Und Arbeitskleidung? Arbeitskleidung können Sie sich ganz normal kleiden. Mhm. Wir haben schon mal Veranstaltungen, wo wir dann auf Messen uns präsentieren, auf Medienmessen. Da müssen Sie sich natürlich schick kleiden, aber hier, wenn Sie bei uns arbeiten, im Hause, können Sie sich ganz normal kleiden. Und wie lange existiert diese Firma? Unser Unternehmen existiert jetzt knapp 20 Jahre. Und im Moment haben wir von den Aufträgen her sind wir gut ausgelastet, deshalb suchen wir jetzt nochmal neue Mitarbeiter. Und meine Frage, ja. Wann kann Sie anrufen, um zu hören, ja. Ob starten oder beginnen? Ach so, ob das mit der Stelle geklappt hat. Also wir entscheiden uns innerhalb der nächsten Woche, das heißt, wenn Sie mich nächste Woche Freitag anrufen, am besten nachmittags, da kann ich Ihnen sagen, ob Sie die Stelle bekommen. Gut. Wären Sie bereit, bei uns auch mal 1 oder 2 Tage zur Probe zu arbeiten, ja, dass ja. Wir das besser einschätzen können? Wann hätten Sie da Zeit? Sind Sie da flexibel oder? Flexibel Zeit natürlich. Ich arbeite. Dann würde ich sagen, dann machen wir das so, dann rufen Sie mich schon am Montag an. Dann kann ich Ihnen sagen, ob wir die Probearbeit mit Ihnen machen können. Das wäre dann wahrscheinlich am Mittwoch. Dann arbeiten Sie einen Tag mit und danach würden wir dann mit Ihnen nochmal ein kurzes Gespräch führen. Sonst, ich habe Internet recherchiert und habe sonst geguckt. Wissen Sie so weiter. Ja, okay. Was würden Sie sagen, warum sollen wir uns für Sie entscheiden? Was spricht dafür, dass wir Sie einstellen? Ich bin bereit. Ja, also Sie sind bereit und gibt es noch irgendwelche Gründe, warum? Nur ich möchte einfach ins Sozium ja. Gehen und allein ist allein, aber Sozium ist Sozium. Ich möchte einfach einen Fluss bekommen ja. Und etwas, meine Erfahrung mitzubringen. Ah, okay, also die Erfahrungen einzubringen, ja. Vielleicht kommt meine Idee zum Firma und ja. Kann realisieren, was. Okay.
Haben Sie auch schon im Frühjahr, haben Sie da auch schon im Team gearbeitet? Kennen Sie das? Ja, diese 4 Jahre in Russland, ja, das ist immer... Immer Teamarbeit gewesen? Ja. Zusammen. Okay. Was machen Sie lieber? Arbeiten Sie lieber im Team oder lieber für sich allein? Wenn ich habe meine Idee, ich besser konzentriere selbst, ja, ständig. Und dann Kritik, ich bekomme ganz gerne. Ja. Kommentare, so, okay, also, mit Leuten, ja, was kann etwas verbessern. Was kann man verbessern und das würden Sie dann auch umsetzen. Und im Teambereich, wie andere Leute, dass ich reagiere momentan, was jetzt aktuell. Ja, ja, ja. Ganz klar, flexibel. Genau. Gut, dann wie gesagt, rufen Sie mich am Montag nochmal an wegen der Vorbereitung. Und dann gucken wir weiter. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Wiedersehen.